Claude Oliver Rudolph, einer der markantesten Charaktere der deutschen Film- und Kinolandschaft. Er liebt Action und entspannt sich mit Kampfsport. Ein Mann, der schon mal so aussehen kann, dass man ihm im Dunkeln lieber nicht begegnen möchte. Und nur mit seiner Stimme kann er Gänsehaut verursachen. Für den Kinothriller Breakdown Forest also genau der Richtige. Jetzt pass mal gut auf, Kollege. Ich bin kein Opfer. Ich bin niemals Opfer. Ich produziere nur Opfer. Und wenn du mir noch ein einziges Mal über den Weg läufst, wirst du verstehen, was ich meine. Der Lahai Park in der Nähe von Erkelenz ist wieder einmal Drehort für den Kinofilm Breakdown Forest. Am Set Claude Oliver Rudolph, ein Weltstar, der auch in Hollywood zu Hause ist. Sein Talent wurde buchstäblich auf der Straße entdeckt. Ihr müsst ja wissen, Bochum war damals, kein Quatsch jetzt, der Mittelpunkt der Welt. Ne? Der große Peter Zadek war Intendant und in Bochum war alles, was Rang und Namen hat. Jiří Menzel, Oscar-Preisträger, Arabal, Maria Schell, Fassbinder, Schröter, also die ganzen Namen der Weltgeschichte tummelten sich in Bochum. Lee Strasberg habe ich vergessen. Und dann ist ja klar, dass ich dann entdeckt wurde. Ne? Ja, ist ja logisch. Ich hatte unheimlich lange Haare so bis hierhin und war eben gestählt schon durch Kampfsport. Und irgendwann haben die mich angequatscht einfach. Und das fing ganz unspektakulär an. Und zwar ein Freund von mir, der hatte auch lange Haare, der war krank. Und dann rief er mich an und sagte, Claude, willst du nicht heute Ersatzkomparse sein? Ich sag, ja, was gibt's denn da? Ja, 12 Mark. Und das war gut, weil ich bekam nur 30 Mark Taschengeld im Monat. Und dann war ich eben, da fing meine Karriere an, Ersatzkomparse. Ne? Und was daraus werden kann, hat Claude Oliver Rudolph in den letzten 47 Jahren eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Unzählige Rollen in Serien und Filmen wie Tatort, Derrick und Ein Fall für zwei oder Der König von St. Pauli und natürlich Das Boot. Bis hin zum James-Bond-Film Die Welt ist nicht genug. Und da war der Spiegel dabei, hat mich begleitet, die Zeitung, der Spiegel, die haben mich dann begleitet 8 Tage. Und dann habe ich so ein bisschen angegeben, gesagt, komm hier, mein Wohnmobil. Dann sind wir so abgegangen, so 8 Meter lang. Und alle, oh, ich sage, nee, warte mal, wir gehen jetzt mal zum Wohnmobil von Piers Brosnan. Sie sind abgegangen, war 14 Meter lang. Das ist der Unterschied. Für Regisseur Patrick Roy Beckert ist Rudolph eine perfekte Besetzung. Als ich das Buch zu Breakdown Forest schrieb, da habe ich mich dann natürlich ausgetobt und habe dann einen Bösewicht entwickelt, den Ruprecht Knochenhauer, und habe dann ziemliche Schwierigkeiten beim Casting gehabt. Thomas und ich saßen dann lange dran und haben überlegt, wen können wir dafür nehmen. Und als ich dann mit Martin Semmelrogge gedreht habe, da hat er mir den Claude Oliver Rudolph empfohlen. Und da ist es mir dann wirklich wie Schuppen von den Augen gefallen. Ich dachte, ja, das ist auf jeden Fall, den brauchen wir, ne? Und ich fand auch den Gedanke einfach sehr schön, weil wir haben einige Leute aus dem Erfolgsfilm Das Boot, den ich sehr gut finde, im eigenen Boot. Ne? Und Claude Oliver Rudolph ist jetzt quasi als Dritter noch dazugestoßen hier zur Besatzung. Ne? Pass auf, mir ist das eigentlich völlig egal, wie wir hergekommen sind, warum wir hier sind. Ich finde es eigentlich ganz geil. Wir haben hier keine Bullen. Keine Justiz, keine Staatsanwälte, keine Strafverfolgung. Du kannst machen, was du willst, kannst so viele Jungfrauen umlegen, wie du willst, interessiert keinen Arsch. Also wer immer für diese Kacke hier verantwortlich ist, der weiß, wie die Welt von heute tickt. Wie die Welt tickt, weiß auch Claude Oliver Rudolph genau. Und was man von ihm sehen will, den Bösewicht. Und das mit dem Bösewicht ist ganz einfach zu erklären. Der Peter Zadek, von dem ich gerade erzählt habe, der sagte zu mir, Claude, in Amerika, da haben wir so Tough Guys, so wie Charles Bronson und Lee Marvin. Mach das mal, es wird sich bewähren. Da habe ich gedacht, Mensch, der hat Ahnung, ich mach das mal. Und es hat sich bewährt bis Hollywood. Aber eine Ausnahme, ich habe tatsächlich mal einen Liebesfilm gemacht, einen sehr erfolgreichen mit Christine Neubauer. Der hieß Liebe mich bis in den Tod. Hat super funktioniert, wir hatten 5,1 Millionen Einschaltquote und 21% Marktanteil. Aber ein Liebesfilm reicht mir auch. Da passt die Rolle in Breakdown Forest schon eher zu seinem Typus. Mit einem Augenzwinkern verrät er uns, warum er mit im Team ist. Ich kriege natürlich eine super Gage, darf man nicht vergessen. Ne? Also es ist, glaube ich, die höchste Gage, die in Deutschland je ausgezahlt wurde. Und deswegen bin ich hier bei diesem Projekt dabei. Und meine Kumpel spielen mit, Ralle Richter und Semmelrogge, also die alte Truppe aus dem Boot, der musste einfach ja sagen. Die Wurzeln des Grimme-Preisträgers und Inhaber der Goldenen Kamera liegen aber auf der Theaterbühne.
auf der er auch aktuell immer wieder zu sehen ist. Ja, also wenn die Zuschauer mich live erleben wollen, bis Ende August habt ihr noch Zeit, fahrt bitte zu den Festspielen Bad Hersfeld von Dr. Dieter Wedel. Da bin ich live zu sehen, wieder mit meinem Kumpel Semmelroge. Also kann ich nur empfehlen. Breakdown Forest, Reise in den Abgrund. Ein Spiel auf Leben und Tod. Ab dem kommenden Jahr in den deutschen Kinos.